Alles hier bei Adidas in Herzogenaurach ist überdimensioniert. Bis zu 6000 Mitarbeiter arbeiten hier auf dem Campus. Aber bevor wir dann überhaupt einen Schritt mehr machen dürfen, müssen wir uns jeden Tag erst einmal testen. Sicherheit in Pandemiezeiten steht natürlich ganz oben auf der Liste. Test ist gemacht, wie immer ein bisschen unangenehm, aber daran soll es nicht scheitern, da müssen wir durch. Und das Ergebnis bekomme ich drüben im Medienzentrum und da fahre ich immer mit meinem Rollerchen hin. Negativ, alles im grünen Bereich. Jetzt kann ich mich frei auf dem Gelände bewegen, wobei nicht ganz, denn es gibt dieses technische Gadget. Abstandsmesser. Wenn ich jemandem zu nahe komme, dann vibriert das Ding und warnt mich. Also Küsschen gibt's hier nicht. Für Sie vor Ort in Herzogenaurach, Marc Behrenbeck, Sky Sport News. Marc Behrenbeck heute wieder den ganzen Tag im Einsatz für uns im DFB-Quartier in Herzogenaurach. Wenn wir Joachim Löw ein Happy End wünschen, Marc, dann wünschen wir uns das doch genauso für İlkay Gündoğan, oder? Ja, total. Also ich glaube, gerade bei İlkay Gündoğan ist der Stachel natürlich noch mal aktueller. Man hat es gemerkt, auch schon in der Vorbereitung in Seefeld, als er ja ein bisschen verspätet angekommen ist, dass er ganz schön down ist. Und der große Traum ist geplatzt. Der ist damals mit Dortmund im Finale gegen die Bayern geplatzt und jetzt auch noch mit City. Und deswegen, egal ob man Meister geworden oder nicht, das ist da fast egal für die Fußballer, für viele, gilt eben dieser Henkelpott als das Größte überhaupt. Manchmal sogar noch größer als irgendwie ein Titel mit der Nationalmannschaft, Welt- oder Europameister. Und man merkt, er war und ist geknickt. Und auch noch jetzt merkt man es. Und trotzdem, vielleicht entsteht dadurch Energie, um umso mehr jetzt auf die Mannschaft Einfluss zu nehmen. Die Gier nach dem Titel. Wir waren vorhin live mit dabei, zumindest ein paar Minuten lang beim Training der deutschen Nationalmannschaft. Und das könnte ein besonderer Tag sein. Zum ersten Mal, du hast es uns kommentiert vorhin, waren alle Spieler mit auf dem Trainingsplatz. Also auch Leon Goretzka, der noch mit seiner Muskelverletzung zu kämpfen hatte. Ist das jetzt nochmal so ein Auslöser, dass sich wirklich keiner, aber auch wirklich kein einziger zurücklehnen kann? Ja, und man hat ja fast ein perfektes Timing. Also, dass Leon Goretzka jetzt schon einsteigen, sogar einen Tacken früher als gedacht, das ist ein positives Zeichen, auch wenn es für Frankreich noch nicht reicht. Aber die Maschine Goretzka ist zurück und er wirkt auf jeden Fall sehr, sehr quirlig und auch fit, sofern man das von außen sehen kann. Natürlich waren das noch nicht die intensiven Übungen. Er hat lange laboriert an dieser Verletzung, hat so viel Reha gemacht, so viele Einheiten ohne Mannschaft. Und das war seine erste jetzt eben wirklich wieder mit der Mannschaft. Deswegen gut, denn Leon Goretzka könnte ein ganz wichtiger Faktor werden. Wir haben viel diskutiert über eine Doppel-Sechs mit spielstarken Sechsern wie Kroos und Gündoğan. Goretzka ist nochmal ein anderes Element. Ein Spieler, der von Box zu Box ganz wichtig sein kann, der auch defensiv viel Physis mitbringt und deswegen gut wäre, wenn er wieder mit dabei wäre. Aber auch Emre Can, der ja teilweise auch angeschlagen war, und Mats Hummels auch mit dabei im Training. Also alles im grünen Bereich. Was muss sich denn jetzt Joachim Löw, der Bundestrainer, überlegen, um diesen starken Weltmeister Frankreich vielleicht sogar zu knacken zum Auftakt? Ja, es geht jetzt um die Feinheiten, vor allem auch im Spiel nach vorne. Wie schafft man Räume, wie findet man sie und wie bespielt man sie? Und das ist ganz wichtig. Man hat viel mit Gegenpressing gearbeitet, Anlaufen, schnelles Umschalten. Das hat man schon in Seefeld probiert. Jetzt ist vor allem das taktische Feintuning wichtig. Auch die Standardsituationen müssen jetzt endlich einstudiert werden. Die waren gegen Lettland und Dänemark so nicht tragbar. Auch da muss noch viel gearbeitet werden. Und wir haben ja vorhin dann auch während Wembley Calling noch vor dem Stadion gestanden, wo trainiert wurde. Und da haben wir gemerkt, dass sehr viel vor dem Tor trainiert wurde, also sehr intensiv. Sind wir gespannt, was bei rauskommt. Jetzt kann geheim trainiert werden, auch ganz wichtiger Faktor, konnte bisher noch überhaupt nicht. Und natürlich für uns nicht so schön, für die Zuschauer und uns Medien, aber sehr, sehr elementar für die Nationalmannschaft. Ich bin mir sicher, ihr kriegt trotzdem irgendwas raus, was da auf dem Trainingsplatz tagtäglich passiert. Deswegen seid ihr vor Ort, Marc, du und der Kollege Uli Köhler natürlich auch in den nächsten Tagen bis zum ersten Spiel. Dankeschön dafür. Und wer